Ja, wir durften heute nach einer zweijährigen Arbeitsplanungs- und Vorbereitungszeit endlich das neue Fahrzeug für die Unterstützungsgruppe der Sanitätseinsatzleitung in Betrieb nehmen. Und da sind wir alle heilfroh, dass dieser Weg jetzt zu Ende gegangen ist und dass wir hier heute das im Rahmen dieses Events feiern können. Also dieses Fahrzeug kommt bei Großschadensereignissen zum Einsatz, wo praktisch die Einsatzkoordination unter den Einsatzkräften vor Ort stattfindet, wo die Kommunikation mit der Rettungsleitstelle stattfindet und wo auch die Einsatzprotokollierung stattfindet, was ja eine ganz wichtige Geschichte ist. Wenn Sie sich vorstellen, wir hatten letztes Jahr den verheerenden Brand in der Rauschenhammer Mühle mit fast 1000 am Einsatz beteiligten Hilfskräften. Und hier ist natürlich ein erheblicher Kommunikations- und Protokollaufwand nötig. Gut, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, die hat man nicht jeden Tag. Aber dennoch auch zum Beispiel bei Vermisstensuchen, wo eine Hundestaffel und eine Bergwacht zusammen koordiniert werden muss, da geht dieses Fahrzeug in den Einsatz und da sind wir jetzt sehr froh, dass wir da adäquat ausgestattet sind. Das Fahrzeug komplett so, wie es hier steht, kostet 148.000 Euro. Davon entfallen ca. 50.000 Euro auf das Basisfahrzeug, wobei das auch in einem nicht nennenswerten Umfang von der Firma Mercedes subventioniert wird. Die legen da großen Wert drauf, dass wir vernünftiges Einsatzmaterial haben. Und die restlichen Kosten gehen im Grunde genommen komplett in den Ausbau. Ich wünsche unserer Unterstützungsgruppe, die eine sehr, sehr engagierte und eine sehr motivierte Truppe ist, nach Möglichkeit natürlich wenig Einsätze, aber dass sie allzeit gut wieder von ihren Einsätzen nach Hause kommen, wenn sie denn Einsätze haben. Und dass sie einfach im Team und in der Kameradschaft weiterhin so zusammenarbeiten, wie das bisher der Fall war. Ja, es war ein und es ist ein wunderbares Fahrzeug übergeben worden. Und zwar ein wunderbares Fahrzeug des Bayerischen Roten Kreuzes für die UG-Einheit dort. Und haben viele daran mitgewirkt, dass es so gekommen ist. Natürlich ein großer Einsatz des Bayerischen Roten Kreuzes und wir sind glücklich, dass wir dieses Fahrzeug jetzt in Stadt- und Landkreis Hof haben. So ein Fahrzeug ist insbesondere dann notwendig, wenn Großschadensereignisse vorliegen und gegeben sind. Und diese Großschadensereignisse können leider immer wieder auftreten. Wir haben das erlebt vergangenes Jahr beim Brand in der Rauschenhammer Mühle. Und da ist man dankbar, wenn es eine Kommandozentrale gibt. Da ist man dankbar, wenn es ein Fahrzeug gibt und vor allem natürlich Menschen gibt, die dieses Fahrzeug bedienen können, die dann auch die Dinge koordinieren. Und deshalb ist dieses Fahrzeug auch wichtig für uns im Landkreis. Ich wünsche der UG San und natürlich vor allem auch allen, die jetzt daran beteiligt waren und aber auch allen BRKlern insgesamt wenig Einsätze und wenn sie Einsätze fahren, dass sie dann auch immer wieder gut und gesund zurückkommen und auch persönlich erfolgreich sind.